Existenzdrama in der Brasserie Prisma in Nürnberg. Hallo, ich bin der Jan. Grüß dich. Wie viel Geld habt ihr hier investiert? 150.000 Euro. 150.000 Euro? Meine Mutter wirkt als Sicherungsgeberin mit ihrem Haus. Wenn alles gekündigt wird, na, dann muss ich mein Haus verkaufen. Hast du deiner Mutter denn auch gesagt, dass sie auf die 30.000 Euro verzichten muss? Die drohende Pleite könnte auch Mutter Carola ruinieren. Was ist denn das hier für eine Rumpelecke hier? Ja, das ist lebensgefährlich. Ach du Scheiße, auf! Passt doch mit Sauerkraut. Was? Das hat überhaupt keine Hand und keinen Fuß. Das ist nämlich jetzt der Moment, wo du greifen musst, woran du gescheitert bist. Kann Frank Rosin Jan und seiner Familie noch helfen? Frank Rosin kocht seit 30 Jahren und zählt längst zur gastronomischen Spitze des Landes. Er selbst hat 2 Sterne und 17 Gourmillot-Punkte. Damit ist Frank Rosin der beste TV-Koch Deutschlands. Kann der Spitzengastronom die Brasserie Prisma noch retten? Nürnberg im Sommer. Frank Rosin ist in die Lebkuchenstadt gerufen worden, um hier den Pleitegeier zu verjagen. As the leaves turn brown. Morgen. Hi. Ja. Oh, schön. Nürnberg ist schön. Wundervolle Stadt. Ganz, ganz toll. Das Rosins Team ist unterwegs zum Restaurant Prisma. Inhaber Jan Schönherr hat den Sternekoch um Hilfe gebeten. Das ist eine Brasserie. Eine Brasserie ist die französische Variante eines Restaurants. Sie bietet warme Speisen in unkompliziertem Ambiente. Hier vorne ist der Laden. Das Brasserie heißt Prisma. Der Betreiber heißt Jan. Und dem bleiben die Gäste aus. Die haben mega Probleme. Die wissen nicht, dass wir kommen. Aber wie immer, los geht's. Um die tatsächliche Lage im Prisma zu erkunden, hat Frank Rosin seinen Besuch im Vorfeld nicht angekündigt. Hauptstraße. Wir fahren bestimmt am Tag so 7.000, 8.000 Autos vorbei. Natürlich super Voraussetzung für so ein Geschäft. Aha, das ist so ein großes Geschäftshaus. Open. Hier ist das schon. Oh, ist auf. Inhaber Jan ahnt noch nicht, dass sein Hilferuf so schnell erhört wurde. Hallo. Surprise, surprise. Ja. Hallo. Hi, du bist der Jan, ne? Hallo, ich bin der Jan. Hallo. Hi, grüß dich. Hallo. Na, wie geht's? Ja, Wahnsinn. Das Wahnsinn. Die Freude ist groß. Kann Frank Rosin dem jungen Unternehmer helfen? Mein erster Gedanke war wirklich, oh Gott, jetzt geht's los. Also wir wussten ja nicht wirklich, ob er jetzt kommt oder nicht. Und dass es aber so unglaublich zeitnah dann doch passieren würde, damit hatten wir tatsächlich schlicht nicht gerechnet. Also da waren wir dann schon deutlich überrascht, aber positiv überrascht. Gut. Das ist dein Laden. Wahnsinn, das ist mein Laden, ja. Super. Das ist er, ja. Ah, dann erzähl mal, was hast du für Probleme? Der Laden läuft überhaupt nicht. Also wir kriegen unseren Break-Even-Point nicht hin. Genaue Probleme, also die Probleme mal genau. Konkrete Probleme. Wir haben den Laden vor 2 Jahren übernommen, im laufenden Betrieb. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hatte der Laden ein sehr stabiles Mittagsgeschäft. Wir hatten hier im Prinzip über Mittag eine Zweifachbelegung aller Tische. Eine Zweifachbelegung? Eine Zweifachbelegung aller Tische. Ne? Stark. So. Und es ist um mehr als die Hälfte eingebrochen, dieser Mittagsumsatz. Ne? Einfach so. Eine reine Alaminütküche bei der Frequenz mit einem hohen Frischwareanteil zu erhalten, war am Anfang wirklich schwierig. Wie viel Geld habt ihr hier investiert? In Summe derzeit etwa 150.000 Euro. 150.000 Euro? Nur für die Ausstattung. Also wir haben den Laden ja relativ voll ausgestattet übernommen. Ne? 150.000 Euro Ablösesumme ist hoch. Aber nicht nur die Möbel, sondern auch die Stammkunden wollte Jan damit kaufen. Doch der Plan ging leider nicht auf. Wo sind denn die 150.000 her? Hast du die gehabt oder so? Oder wo? Nee, wir haben einen Kredit aufgenommen über 130.000 Euro, einen Gründungskredit. Habt ihr da Sicherheiten gehabt? Da gibt es eine Sicherheit. Meine Mutter birgt als Sicherungsgeberin mit ihrem Haus über eine Grundschuld. Ja, genau. Ne? Wie alt ist deine Mama? Meine Mama, die ist 63. In Rente? Nee, kurz davor. Kurz davor. 64, Entschuldigung. Und das Haus ist so ihr Altenteil? Ja. Wie sind denn die Umsätze jetzt gerade im Monat? Gewinn machen wir hier gar keinen. Ja, Minus oder Plus, was sind denn so die Zahlen? Also Minus würde ich sagen, uns fehlen locker 2.000, 3.000 Euro im Monat. 2.000, 3.000 Euro? Ja. Also auch mal ruhig 3 und 4 bestimmt, ne? Kommt auch mal vorher.
Wovon lebst du denn? Ich bin verheiratet und momentan kommt meine Frau für alles auf. Also deine Frau finanziert dich im Grunde? Die füttert mich im Prinzip mit durch, ja. Ach du Scheiße. Mit 37 Jahren steht Jan vor einem riesigen Schuldenberg. Außerdem steht das Haus seiner Mutter auf dem Spiel. So viele schlechte Nachrichten sind auch für Frank Rosin zu viel. Ich muss mal eben ganz kurz hier, ich schwitze, ich komme gleich mal wieder, ja? Alles klar. Frank Rosin möchte sich mit seinem Team besprechen. So schlecht hatte keiner die Lage eingeschätzt. Ist Jan und seinem Restaurant Prisma überhaupt noch zu helfen? Was sagst du? Ey, ich bin gerade wirklich total, ey, fix und fertig. Weil ich kann das auch so nachvollziehen, verstehst du? Ich war ja in meinem Leben auch mal in einer Situation, wo es mir finanziell nicht so gut ging, verstehst du? Ich find's halt krass, dass die Mutter da so mit drin hängt, ne? Ja, also das ist echt gerade, das geht mir gerade so nah, ey. Ganz ruhig. Und nicht so viel Kaffee heute. Der Sternekoch muss überprüfen, ob der Jungunternehmer sich und seiner Familie zu viel zugemutet hat. So, pass auf. Das ist echt eine ganz wichtige Sache jetzt, okay? Also, ich nehme das sehr, sehr ernst. Mhm. Und ich kann mir das vorstellen, was in dir vorgeht. Ja. Weil ich in diesen Zwängen auch mal drin war. Meine Mutter hat ganz am Anfang, wo ich mich selbstständig gemacht habe, auch mal für mich gebürgt. Und lass uns jetzt nicht so lange quatschen, lass uns anfangen zu arbeiten. Bin dabei. Zeig mir deinen Laden. Alles klar, gut. Der Laden ist schön, der Laden hat Potenzial. Ja? Das Team hat Potenzial, hier ist was draus zu machen. Ja? Es wartet nur darauf, sag ich mal, richtig genutzt zu werden. Jan hat die Brasserie in dem Wohn- und Geschäftshaus vor 2 Jahren übernommen. Rund 100 Gäste könnten hier gleichzeitig Platz finden, im Innen- und Außenbereich. Hier stecken 150.000 Euro drin. Mhm. Oh, ja. Mal guck dir das mal an. Mhm. Ja. Hier. Alte verhauen, kaputt. Ja. Und schlechte Qualität. Mhm. Ist mir gerade noch was aufgefallen, so im Durchgang hier. Mhm. Das sehe ich hier gerade mal so im Augenwinkel. Mhm. Hunderttausende Euro investiert und dennoch hat Jan Schrott gekauft. Der Laden besteht aus einem kaputten Interieur. Und das? Hier, guck, guck, guck. Oh mein Gott. Jan. Guck mal an. 150.000 Euro. Jan wollte sich den Traum vom eigenen Restaurant erfüllen. Doch dem 37-Jährigen scheint das gastronomische Wissen zu fehlen. Hast du dir selber nicht mal überlegt, ob das ein großer Fehler war, so viel Geld überhaupt für den Laden auszugeben? Ja. Das trifft die Sache auf den Kopf, ja. Hast du eine Aufstellung, was du übernommen hast und was du dafür bezahlt hast? Also es gibt eine Einzelaufstellung des Inventars, ja. Ne? Die hat allerdings mein Geschäftspartner auf seinem Rechner. Du hast einen Geschäftspartner? Ich habe einen Geschäftspartner, ja. Wir sind zu zweit. Ne? Also wir bilden zu zweit eine GmbH. Mhm. Gleichwertige Partner? Nein, also ich bin mit 75% hier drin und er mit 25%. Mhm. Ja. Gut, hier geht's nach draußen? Hier geht's nach draußen. In unseren Wintergarten? Ja. Im Wintergarten könnten die Gäste zwischen Bäumen, Sträuchern und künstlichen Gewässern speisen. Ein Architekturkonzept, das sogar von der Stadt preisgekrönt wurde. Jedoch mangelt es an Pflege und Sauberkeit. Was möchtest du hier machen? Also, ja, was ich hier machen möchte und was wir hier tatsächlich tun, das unterscheidet sich leider ein bisschen voneinander. Ich sag mal, das Objekt gibt's ja durchaus vor. Das ist ein Place to be. Was es hier geben sollte, sind ordentliche Cocktails, ordentlicher Kaffee. Cocktails? Cocktails, ja. Macht ihr hier Cocktails? Wir machen hier Cocktails. Auch eine Cocktailbar? Ja. Wer macht das? Das mache ich und mein Barchef. Was hast du gelernt? Was habe ich gelernt? Sag mir jetzt nicht, du bist kein Gastronom. Ich bin kein gelernter Gastronom, nein. Bin ich nicht. Okay. Was bist du? Ich habe Politikwissenschaft studiert. Oh.
und Germanistik. Oh. Ja, genau. Und küchentechnisch, was bietet ihr in der Küche so an? Was wir momentan anbieten, ist vor allem eine simplere Küche über den Mittag. Die Mittagskarte setzt sich zusammen aus Currywurst, Käse, Spätzle, Schinkennudeln, so ein Kram. Ne? Und ganz ehrlich, das Gebäude schreit, sag ich mal, von seinem Ambiente her eigentlich danach, je mehr zu bieten als, Entschuldigung, Käsespätzle und Schinkennudeln. Und das ist nicht das, was du machen möchtest? Das ist nicht das. Warum machst du denn nicht das, was du möchtest? Vielleicht fehlt es hier an unternehmerischem Wagemut. Wow. Und 150.000 Euro reingepackt und weg. Hoffentlich stecken die Investitionen im Herzstück des Restaurants, in der Küche. Doch auf dem Weg dahin fallen Frank Rosin weitere Mängel auf. Guck mal, hier sind alle Lampen kaputt. Brennt nicht, brennt nicht, brennt nicht. Und dann gucke ich hier in diese Ecke. Was ist das hier? Das sind Arbeitsklamotten. Nee, aber hier, guck mal hier. Du hast ein Büro in deiner Cocktailbar. Ja, wir haben keinen separaten Büroraum hier. Hier, guck mal hier. Guck dir mal den Dreck hier an. Meinst du, die Leute sehen das nicht? Ist ein bisschen ekelhaft. Lass uns mal in die Küche gehen. Bei aller Liebe, wenn ich solche Sauereien sehe und wenn ich hier, ich sag mal, so ein tibetanisches Affenscheißhaus sehe, ja, das ist der Grund, warum die Leute nicht, unter anderem nicht kommen. Weil es hier dreckig ist. Und so, das ist unsere Küche. Mhm. Sehr klein. Ah, hallo. Hallo. Das ist die Tanja. Unsere hallo, Tanja. Hallo. Grüß dich. Wie geht's? Gut, danke schön. Gut, dass Sie da sind. Ja? Freuen Sie sich? Ja. Ach, das ist aber schön. Brauchen Hilfe. Ja? Ja. Warum brauchen wir Hilfe? Schwierig. Also, ich bin allein mit zwei Küchenhilfen hier. Mhm. Und ja, die ist wirklich schwierig. Wenn ich nicht da bin, dann machen die, was wollen sozusagen. Oder die schicken das Essen nicht gescheit raus. Und ich kann ja keine 24 Stunden hier sein. Darf ich mal ein bisschen rumgucken? Ja, klar. Wie das hier angeordnet ist, ist erstmal sehr konfus. Dann sind die verschiedenen Höhen der Arbeitstische auch relativ durcheinander. Und auch hier, oh, Kinder, jetzt guck doch mal hier die Steckdosen, ey. Das ist ja lebensgefährlich. Was im Gastraum begann, setzt sich in der Küche fort. Auch hier ist so einiges kaputt oder einfach ungepflegt. Dass hier überhaupt einer in der Küche arbeitet, ist für mich ein Wunder. Das ist die reinste. Also da hat der Rosin wirklich recht mit der Sauberkeit vom Laden, dass es einfach wirklich ausschaut, auch in der Küche. Ich bin jetzt noch nicht so lang da, ich glaube 4 Monate. Und ich sage schon andauernd, wir müssen was machen. Ich allein schaffe das nicht in der Küche. Und ich bin damit auch immer sehr unzufrieden gewesen bis jetzt. Mir hat es auch nicht gefallen. Was ist denn da? Was ist das hier für eine Rumpelecke hier? Ja, das ist lebensgefährlich. Die Spülmaschine, wenn man die anlässt, dann kommt hier Wasser raus. Ach du Scheiße, auf! Ach du meine Güte. Und es ist so rutschig, es ist wirklich gefährlich hier in der Küche. Ja, aber wunderst du dich, dass überhaupt noch einer arbeiten kommt? Teilweise ja. Also ich bin unglaublich geplättet davon, dass die Leute wirklich noch da sind. Sammelt mal die Leute zusammen, ich muss euch was sagen. Hm. Alles klar. Okay. Das ist keine Küche, das ist eine Unverschämtheit. Ja. Frank Rosin ist unsere letzte Chance. Das klappt sonst nicht. Sonst wäre das nichts. Das ist sicher ganz klar so.